dieses Gericht, dieses Essen. Iron Egg. Jawohl, das klingt, als wäre es nur was für richtig Harte. Aber die gibt's tatsächlich, die Eier aus Eisen. In Taiwan sind die eine echte Delikatesse. Was steckt dahinter? Wir haben uns nicht nur das gefragt, sondern auch, kann man das zu Hause auch nachkochen? Eine Mission für Profikoch Timo Hinkelmann. Die Eiseneier kommen aus Taiwan und heißen eigentlich Iron Egg. Mehr Tipps bekommt Profikoch Timo Hinkelmann erstmal nicht. Er soll für uns die Spezialitäten nachkochen. Erster Hinweis, der Name. Ich hab's noch nie gehört. Komm schon, Timo, gar keine Idee? Ich vermute einfach mal, dass es irgendwas mit dem Ei zu tun hat oder mit Eiern. Und Iron, ja, Eisen. Gut, eventuell könnte die Farbe natürlich noch was ausmachen. Vielleicht wird es nachher Silber und sieht halt aus wie Eisen oder wie Stahl. Ihr habt euch irgendwas ganz Böses ausgesagt. Wir gucken mal. Also Silber ist schon mal ganz falsch. Während Timo noch im Dunkeln tappt, macht sich Galileo-Reporterin Claire in den Gassen von Taipei auf die Suche nach dem Snack Taiwans. Die Iron Eggs gibt es an jeder Straßenecke. Besonders beliebt der Stand von Iron Egg-Legende Miss Yang. Sind das Iron Eggs? Sie machen die selbst, oder? Okay. So you produce them on your own. Ich sehe es auf dem Poster. Miss Yang verkauft seit 55 Jahren die Iron Eggs. Die Taiwanesen lieben die kleinen braunen Kugeln. 10 Stück kosten rund 3 Euro. Nicht wenig für asiatische Verhältnisse, aber den Kunden ist es das wert. Doch wie isst man diese Eiseneier? Schneidet man die auf? Nein? Schau, du machst es auf. Okay, open it. Und isst es einfach so. Na, dann rein damit. Mmh. Hätte ich jetzt nicht erwartet, das schmeckt tatsächlich ganz gut. Mmh. Soweit, so klar, das ist ein Iron Egg. Dunkelbraune Farbe, Gummikonsistenz und sehr würzig im Geschmack. Und das soll Timo jetzt auch hinbekommen. Also geben wir ihm Hinweis Nummer 2. Kann der Profi am Herd allein anhand des Geschmacks und des Aussehens erkennen, wie es entstanden ist? Kardamom. Schmeckt ein bisschen nach Weihnachten. Volltreffer. Kardamom und typische Weihnachtsgewürze stecken in dem Iron Egg. Aber was ist mit der Konsistenz? Wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, dass ich diese Dinger gleich irgendwie nachmachen soll, ey, dann habe ich absolut null Plan. Wir lassen Timo in Ruhe überlegen. Claire sucht schon mal nach den ersten Geheimnissen des Taiwan-Eis. Die Eier, die hierfür verwendet werden, das sind ganz normale Hühnereier, wie wir sie auch in Deutschland im Supermarkt kaufen können. Das Besondere am Iron Egg ist seine Machart. Die Basis für die Iron Eggs sind natürlich Eier. Hart gekocht. In Miss Yangs Produktionsstätte werden diese zunächst kalt abgewaschen, damit sie keine fremden Gerüche mitbringen. Dann geht es für die Eier in den nächsten Kochtopf. Claires erster Tipp, Slow Cooking ist das Motto. Normalerweise kocht man ja so ein Ei 6 bis maximal 8 Minuten, also bloß nicht zu lange. Hier, das Iron Egg, wird ganze 2 Stunden gekocht. Immer härter einkochen, bis nichts mehr herumwabbelt. Daher kommt der Name Eiseneier also, vom extrem langen Hartkochen. Und jetzt kommen die Eier in einen Sud. Basis ist, na klar, Sojasauce. Timo steht auf dem Schlauch und deshalb bekommt er Hinweis Nummer 3, ein Video von Claire aus Taiwan. Okay, das sieht so aus. Die sind schon gepellt. Das heißt, ich koche das erst, das Biest. 6-7 Minuten, bis es hart ist. Mach die Pelle ab. Und dann werfe ich es einfach noch mal für 2 Stunden da rein. Und dann ist es immer noch weiß und genauso groß. Wir schauen mal. Na dann los. Eier kochen, logisch. Sojasauce in den Topf. Läuft. Aber Timo macht etwas entscheidend anders als die Profis in Taiwan. Er kocht die Eier danach noch mal im Wasserbad, statt sie 2 Stunden in Sojasauce zu köcheln.
Timo konzentriert sich auf die gummiartige Konsistenz. Doch so verschließt sich das Eiweiß und das Soja kann kaum in das Eiinnere einziehen. Für den Sud bereitet unser Kochprofi Kardamom und Sichuan-Pfeffer vor. Beides kommt in Taiwan tatsächlich zum Einsatz. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, es erinnert mich an Weihnachten. Hatte jetzt ja auch schon Kardamom ein bisschen dazugegeben. Und ich denke, wir kommen der Sache noch ein bisschen näher, wenn ich noch ein bisschen Zimt mitverarbeiten würde. Und eventuell ein bisschen Nelke. Das könnte auch in eine Buchse gehen, aber ich probiere es einfach mal aus. Nach einer Stunde legt Timo die Eier in zwei Sudtöpfe. Links geht er auf Nummer sicher, rechts ist sein Experimentiertopf. Ich gebe da mal ein bisschen Sesamöl zu. Bisschen mehr. Sesamöl braucht er gar nicht. Mit Nelken und Zimt liegt Timo dafür goldrichtig. Insgesamt stecken 9 Gewürze im Sud. Timo hat aber erst 5 herausgeschmeckt. Kennst du das? Wenn du irgendwas, du weißt es, ich reg mich gerade richtig auf. Aber ich schmeck's nicht raus. Und ich kenne den Geschmack, natürlich. Hat ja keiner gesagt, dass es einfach wird. Wir blicken für einen weiteren Tipp wieder nach Taiwan zu Claire. Oh, mega süß. Mhm. Aber man schmeckt Sojasauce raus. Die Iron Eggs schwimmen in einer Art Soja-Limo. Was hier reinkommt, ist weißer Kandiszucker. Über 15 Gramm auf 100 Milliliter. Und jetzt gebe ich noch Tipps. Es sind nämlich auch Gewürze mit im Spiel. Zum einen Sternanis. Das hier ist Süßholzwurzel. Und das hier die äußere Rinde von Zimt. Es gibt noch ganz viele andere Gewürze, aber die sind leider Betriebsgeheimnis. Jeder Betrieb hat sein eigenes Rezept. Beliebt sind neben Kardamom und Sichuan-Pfeffer Chili und aufgebrühter Schwarztee. Nach 2 Stunden bekommen die Eiseneier eine Ruhepause. Aber sie sind noch nicht so dunkel und gummiartig wie erwünscht. Dabei ist genau die Konsistenz eines der Erfolgsgeheimnisse von Miss Youngs Snack. Timo legt gleich los. Schließlich soll der Geschmack möglichst nah an das Original rankommen. Aber erstmal ordentlich viel Zucker rein. Süßholzwurzel, woraus Lakritz gewonnen wird, verwendet Timo sonst nicht zum Kochen. Und Anis ist das, worauf er partout nicht kommen konnte. Wird's was? Sternanis ist jetzt voll präsent, wo ich den vorderen probiert habe. Da habe ich ein kleines Stückchen nur genommen. Süßholz schmecke ich immer noch nicht raus. Ist wahrscheinlich einfach, finden die wahrscheinlich einfach lustig, da reinzuwerfen. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja ähnlich wie beim Eis. Das wird ja auch übersüßt eigentlich. Die Masse schmeckt immer süßer als das eigentliche Eis. Und so stelle ich mir das hier gerade auch vor. Wir gucken mal. Timo lässt über eine Stunde weiter kochen. Für die sehr spezielle Konsistenz des Iron Eggs will er seine Soja-Eier trocknen, ihnen die Feuchtigkeit entziehen. Auch hier probiert er 2 Varianten aus. Im Ofen sollen die Eier eine Stunde sanft backen. Und dann kommt noch dieses sonderbare Gerät zum Einsatz, der Fryer. Darin wird mit schneller Umluft, aber ohne Öl, gegrillt. Das ist für mich eine Geheimwaffe jetzt gerade, ja. Ist Rotation mit drin, ein bisschen konstante 100 Grad. Da geht kein Lüftchen daneben und das wird klappen. Yes. Und jetzt warten wir wieder ein bisschen. Nach dem Kochvorgang die Eier zu trocknen ist korrekt. Nur die Art und Weise nicht ganz. Klappt Timos Nachahmversuch dennoch? In Taiwan setzen die Profis eine Stunde lang dieses ominöse Gerät ein. Die Konsistenz der Eier ist schon sehr speziell. Und die entsteht genau hier, und zwar bei der Lufttrocknung. Bei 100 Grad wird den noch recht weichen Eiern Feuchtigkeit entzogen. Mit dem Ziel, zum gummiartigen Snack zu werden. So, Tag 2. Die Eier sind längst noch nicht fertig, denn jetzt geht alles wieder von vorne los. Natürlich könnte man Miss Youngs Iron Eggs schon nach einem Tag verschlingen, aber so wird der Geschmack noch intensiver und die Konsistenz dichter. Insgesamt dauert die Produktion sogar 3 ganze Tage. Am Ende müssen die taiwanesischen Eier richtig tief braun sein, wie leckere Schokoeier. Asiatisch würzig, gleichzeitig süß und ein Kaugefühl wie ein Fruchtgummi.
Vakuumverpackt halten sich die Eiseneier mehr als 3 Monate. Das verrückte Funny Food aus Taiwan, Iron Egg. Und bei Timo Hinkelmann in Deutschland? Den Lufttrockner sollen ein Ofen bzw. Fryer ersetzen. Wie ist das Ergebnis? Ich weiß nicht, ob ich mir mehr versprochen habe. Mich ärgert, dass das Weiße bei mir noch zu weiß ist und nicht so aussieht wie hier. Timo kommt wirklich extrem nah ran ans Original. Nur die Farbe ist nicht so dunkel. Der Trick aus Taiwan, die Eier gleich von Beginn an im Sojasud ziehen lassen. Damit lassen sich die gummiweichen Eiseneier tatsächlich täuschend echt nachkochen.